Friday night. Found a photograph of us without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. Guten Morgen aus Lauterbach, oder besser gesagt Föhrenbach im Schwarzwald. Wir sind heute unterwegs auf einer Wandertour, und zwar nennt sich die Tour Lauterbacher Höhental. Paradiestour, wurde als Paradiestour angegeben. Mal schauen, ob wirklich hier unser Paradies uns erwartet, ob es wirklich so toll ist. Wir sind jetzt gerade losgelaufen am Naturfreundehaus oben in Föhrenbach. Dort stehen auch unsere Autos. Wir sind heute doch mit jemand anders unterwegs, also ein bisschen größere Gruppe. Wegen dem bin ich jetzt auch ein bisschen hinter, habe mich ein bisschen zurückfallen lassen. Kaiserwetter, ist heute angesagt. Also wirklich geniales Wetter. Die ersten paar Meter jetzt hier im dichten Wald. Schön bemoost. Kann ich euch mal kurz einen Eindruck zeigen hier, dass ihr das mal seht hinter mir. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus heute Morgen schon, muss man sagen. Wie gesagt, wir haben jetzt so die ersten Meter hinter uns. Die Tour sind so circa 10, 11 Kilometer. So wurde sie angegeben. Nicht arg viel Höhenmeter. Von dem her geeignet natürlich auch für Kinder, für Familie. Was uns sonst noch alles erwartet auf der Tour, sehen wir dann. Wir gehen jetzt schon mal los und let's go. Hier sieht man jetzt recht gut, wie in letzter Zeit, oder wie oft es in letzter Zeit, besser gesagt, geregnet hat. Wir haben hier brutale Nässe, und das wirklich auf der Hochfläche im Schwarzwald, wo es normal eher trocken ist. Aber hier hat doch so viel Wasser sich angestaut, dass da noch einiges ist. Dennoch heute, schaut euch mal das an, was wir für ein Wetter haben heute. Wirklich genial. Also wir haben heute richtiges Kaiserwetter. Es ist auch heute Morgen schon, wie gesagt, wir haben 8 Uhr und ich bin im T-Shirt hier unterwegs. Also wir haben heute Morgen wirklich schon extrem hohe Temperaturen. So, jetzt hier schön im Wald. Schönes Schattenspiel von mir. Sieht man auch ganz dichte Wälder hier. Fichtewälder. Sehr viel Fichte hier. Oder fast alles Fichte, würde ich sagen. Nicht zu verwechseln mit den Tannen. Kann man eigentlich unter am Stamm recht weniger erkennen, muss man immer hochgehen. Und zwar muss ich die Tannenzapfen anschauen. Da gibt es ja den Unterschied zwischen hängende und stehende, und an denen kann man es dann erkennen. So, hier noch mal ein paar Eindrücke vom Weg. So. Ihr seht hier, haben wir eine Eizäunung. Komplett den Weg entlang. Oberhalb Wald, unterhalb Wald. Kann mir von euch jemand erklären in den Kommentaren, warum das so ist? Was ist der Grund für die Eizäunung? Geht es hier um ein Schonungsgebiet oder ist es ein Wildwechsel? Oder wird hier nur ein gewisses Revier abgegrenzt, da geht der Zaun hoch? Das wäre für mich mal interessant. Wenn ihr es wisst, schreibt es einfach unter in die Kommentare. Jetzt haben wir die ersten Ausblicke hier auf die schönen kleinen Schwarzwalddörfer hier. Ihr kleines Haus. Wirklich, schaut euch mal den Himmel an. Also es ist schon extrem warm heute Morgen, das ist mir noch gar nicht gewöhnt. Vermutlich werden wir heute noch in Schwitzen kommen. Is it 12 years since last time? Where'd you go? What's the score? Did you find what you were looking for? So, jetzt nochmal kurz die Aussicht hier genießen. Hier mit der tollen Sitzgelegenheit. Ah, herrlich. Morgens im Schwarzwald. Wirklich schön. Und hier geht unser Weg weiter.
hier sind wir jetzt angekommen an einer, am Getränkekeller. Sehr schön. Mit der Trinkwasserstelle hier. Und hier drin gibt es natürlich auch was zum Trinken. Wir schauen mal rein, was da drin ist. Ah, seht ihr. Bier drin und sogar noch eine Pumpe für Trinkwasser. Tolle Idee. Und immer wieder schön hier im Schwarzwald. Jetzt machen wir das wieder zu. So. Und hier Wanderhütte Bienenhäusle. Das nehme ich mal mit. Dazu machen, dass beim Regen nichts passiert. Übernachtung für eine Nacht. Maximal 6 Personen. Selbstversorger. Also diese Hütte hier unten, also könnt ihr das sehen, die kann man mieten und kann hier Nacht übernachten sogar. Hier steht Kontaktadresse drauf. Wirklich eine tolle Idee, wo die da haben. Hier noch ein paar schöne Stühle. Selbstgebaut natürlich. Und immer wieder der schöne, schöne, schöne Ausblick Richtung Tal. Sitzgelegenheiten hier auch zu sehen. And it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted, calling you up to see. Im Vergleich zu vorher haben wir jetzt hier einen ganz anderen Wald. Und zwar lauter Kiefern, keine Fichte mehr, so gut wie keine Fichte mehr. Und man sieht sofort, dass auch unten eine ganz andere Vegetation ist. Wir haben hier Heidelbeere, wir haben Strauchvegetation. Also ein ganz anderer Wald wie vorher. Wirklich interessant. Und hier schöne Birke. Hoffentlich kann man das sehen. So. Schöne Birke hier und eine kleine Schneise wieder Richtung Tal. Kleiner Rückweg hier hoch. Aber wirklich extrem, wie jetzt hier sich diese Landschaften abwechseln. Ganz, ganz, ganz toll. Aber guckt euch mal das schöne Schwarzwaldhaus hier an. Richtig originalgetreu. Unter ein kleiner Naturteich. Hier oben ein kleiner Garten. Hier unten ist auch noch ein Schild dazu. Ich blende euch das mal ein, auch in der Bilder. Da können wir mal noch genau schauen, was das ist. Das ist sicherlich ein traditionelles hergerichtetes Haus. Ich glaube nicht, dass das so ohne geschichtlichen Hintergrund hier auskommt. Aber es sieht wirklich genial aus. Auch hier dieses traditionelle Strohdach hier. Sieht man auch sehr oft im Norden. Wirklich, wirklich, wirklich sehr schön gemacht hier. Und jetzt schauen wir mal rüber zu dem Schild, da sehen wir da noch, was das ist. So, das ist das Kapphäusle, erbaut 1820 und erneuert worden ist es 1884. Hier könnt ihr euch das auch noch mal in Ruhe durchlesen. Ich blende euch das aber auch als Bild ein. Aber sieht wirklich super aus. Down and open time.
Vorher waren wir ja in diesem Kiefernwald und jetzt sind wir quasi im Moorgebiet. Hier seht ihr, das ist ein Moorgebiet da drüber. Sieht man auch hier an diesen Steigen, da wir hier im Moor sind. Natürlich, sowas soll man nicht betreten. Also bleibt da ein bisschen bitte raus und bleibt immer schön auf den Wegen. Wir gehen jetzt da weiter. Hier sind wir jetzt wohl am offiziellen Parkplatz der Lauterbacher Hochtalrunde. Hier kann ich sie euch noch mal zeigen. Hier waren wir schon. Zum Kapfhäusle im Sulzbachtal waren wir schon. Die Sulzbacher Kirche haben wir noch nicht gesehen. Hier an dem Haus haben wir geparkt. Spannend wird sicherlich auch die Mooswaldmühle hier noch. Wie gesagt, hier sehen wir es. Wir sind jetzt hier aktuell. Hier sind wir jetzt hier am Wanderparkplatz Rotwasser. Wir haben jetzt eigentlich ja, so grob 900 bis 750, 200 Höhenmeter verloren. Man sieht also, am Ende müssen wir dann die Höhenmeter natürlich wieder nach oben. Also kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Also man muss sagen, hier gibt es jede Menge Rastmöglichkeiten. Hier wieder ganz tolle Rastmöglichkeit. Wir haben aber schon massenhaft Rastmöglichkeiten gehabt. Alte Hofstatt des Kienbrunner Hofs. Sehr schön gemacht, wirklich. Sieht man hier wirklich sehr schön. Und auch natürlich ein toller Blick. Hier der Blick zurück, da sind wir herkommen. Und wir gehen jetzt quasi in die Richtung weiter. Jetzt sind wir gerade auf einer sehr offenen Fläche, haben quasi den Wald verlassen und gehen jetzt quasi, jetzt kreuzen wir das Tal, gehen auf die andere Seite wieder hoch. We
cares and worn out clothes doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. So, wir sind jetzt an einer kleinen Rasthütte. Also wenn ihr den Weg lauft, dann kommt ihr irgendwann bei einem Ort, bei einer Ortschaft, kommt ihr am Hof vorbei. Und da ist dann ein riesiges Schild zum Getränkeautomat. Und hier sind wir jetzt in einer kleinen Hütte. Da gibt es sogar WLAN. Schaut euch mal das an hier oben. Es gibt was zum Snacken. Es gibt einen Kaffeestand. Es gibt stilles Wasser hier unten für Tee. Und es gibt natürlich auch einen Kühlschrank mit Getränke drin. Kleines Kästchen und jede Menge Schnaps hier. Hier die Leergutabgabe. Wirklich richtig schön gemacht hier drin. Also es sieht wirklich klasse aus. Und wie gesagt, haltet die Augen offen. Ich glaube, Bruckhof heißt das Ort. Soweit ich weiß, Bruckhof. Und dort müsst ihr dann durch ein kleines Labyrinth gehen. Ich laufe euch auch wieder zurück. Und dann seht ihr quasi, kommt ihr genau zu dieser Möglichkeit hier selber einzukehren. Hier noch ein kleiner Spielplatz für Kids. Sieht wirklich genial aus hier. Killing time, Friday night, found a photograph of us. Wieder schön auch solche Brunnen hier im Schwarzwald mit einer sehr guten Wasserqualität. Kann man noch einfach alles trinken. Wirklich toll. Jetzt kommen wir bald wieder Richtung Wald. Wir sind jetzt gerade hier unten unterwegs, jetzt im Tal. Heute haben wir extrem warm. Wir haben schon, ich schätze mal, so um die 25 Grad hier im Schwarzwald. Also wenn man es nicht gewohnt ist, ist heute schon ordentlich warm. And it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting tempted. Calling you up. Die Mooswaldmühle sehen wir hier jetzt. Hier noch ein bisschen was zur Geschichte. Erstmal wurde 1700 wurde sie erwähnt. Ich blende euch das nachher ein. Das Rad läuft heute nicht, weil es vermutlich auch viel zu wenig Wasser hat. Wenn man hier runter schaut, ist nicht wirklich viel Wasser. Ich glaube nicht, dass es reicher wird, um die Mühle betreiben. Aber sehr gut erhalten, sehr gut in Schuss, muss man sagen. Dann gehen wir geschwind hier rüber. Sieht wirklich gut aus. Ich zeige es euch mal noch von der anderen Seite. So. Richtig toll. Und natürlich hier auch noch eine kleine Sitzgelegenheit gemacht. Richtig tolle Sache. Und ist natürlich Denkmalstiftung und steht unter Denkmalschutz, logischerweise. Things we did back then.
noch ein paar Worte zu der Moosbachmühle. Also wenn ihr die aufsuchen wollt, dann müsst ihr den eigentlich ausgeschilderten Weg von diesem Lauterbachen Hochtal, von diesem Paradiesweg, den müsst ihr mal verlassen und müsst einen kleinen Abstecher machen, circa 600 Meter hin und 600 Meter zurück, also 1,2 Kilometer. Es lohnt sich aber wirklich, ich blende euch aber Bilder dazu ein, ist eine sehr, sehr gut erhaltene Mühle, natürlich immer wieder renoviert worden und es lohnt sich dort wirklich den Abstecher zu machen. Bei uns geht es jetzt zurück von der Mühle, aber jetzt eigentlich nur noch berghoch bis zum Parkplatz. Fazit kommt natürlich wie immer nachher noch, aber jetzt müssen wir zuerst schon mal ein paar Meter berghoch kämpfen und wie ihr seht, ich schwitze schon. So, hier geht es nochmal ordentlich nach oben auf den letzten Kilometer Richtung Parkplatz, Richtung Naturfreundehaus. Aber ganz tolle Vegetation und heute auch ganz tolle Lichtverhältnisse hier. Aber nicht zu unterschätzen, alles was wir halt anfänglich runter sind, müssen wir halt wieder hoch. Cares and worn out clothes doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open. Hier gibt es auch nochmal das Schild, wo die Tour angeschrieben wurde. Wir sind sie aber quasi ganz anders rumgelaufen. Wobei, wenn man jetzt hier sieht, wir sind hier am Start. Ne, wir sind sie richtig rumgelaufen, also so wie sie eigentlich auch ausgeschildert ist. Ich glaube, ganz viele laufen sie falsch rum. Es gibt ja auch noch mehr Touren, und zwar Bierwegle. Und wenn man hier diesen Schilderwald sieht, 12 years since last time. Where'd you go? What's the score? Did you find what you were looking for? I never see you anymore. I can't remember what we did that day. We were blowing up steam in Paris, but I wanted to stay, cause I know how it felt when we ran. So, zurück im Auto. Ich mache das Abschlussvideo heute im Auto für euch, um ein paar Worte noch zur Tour zu sagen, weil draußen war mal wieder relativ viel los. Wir haben es jetzt 2:30. Wir sind so rund 3,5-4 Stunden unterwegs gewesen, aber allerdings sehr angenehm, sehr locker, mit ein paar Pausen drin. Es waren grob 14 Kilometer, 13,8, 14 Kilometer. Man muss aber dazu sagen, wir haben ja noch den Schlenker gemacht zu dieser Mühlbachmühle. Mühlbachmühle, weiß nicht genau, wie sie heißt, ist auch egal, sage ich mal. Auf jeden Fall war ein kleiner Umweg noch drin, ihr habt es ja gesehen im Video. Hat sich aber gelohnt, das war so circa 1,5 Kilometer mehr. Angeblich sind mit 10,5 Kilometer die Tour, die Paradies-Tour. 10,5 hätte aber nicht passt, 11,5 hätten wir auf jeden Fall gehabt. Höhenmeter, circa 300 Höhenmeter, auch das hat nicht ganz passt. Ist mir 200 Höhenmeter angeben, die Tour passt nicht ganz. Vielleicht noch ein paar Worte, die Wege waren toll. Es gab viele, viele Rast- und Sitzmöglichkeiten entlang der gesamten Tour. Wirklich paradiesisch, auch immer wieder traumhafte Ausblicke. Heute natürlich mit Kaiserwetter. Was auch positiv war, es gab 3 Getränkestationen, wo man sich mit Getränke verpflegen kann. Die eine habe ich euch im Detail gesagt, sogar mit einem Schutzraum, mit Möglichkeit Kaffee zu trinken. Sogar WLAN war da drin. Also man glaubt es nicht, was man hier alles den Wanderern bietet. Jetzt aktuell muss man sagen, ist recht viel los. Heute Morgen war es wirklich angenehm. Also wir haben heute Morgen quasi ganz, ganz tolle Tour gehabt. Wir waren noch für uns allein. Wir haben genügend Räume noch gehabt. Jetzt nachmittags wird es relativ eng, es wird voll. Es gibt auch 3 Parkplätze und alle 3 waren jetzt, wo wir wegfahren sind, relativ voll. Von dem her geht lieber morgens los. Wie immer, Bilder und Eindrücke von unseren gesamten Touren, aber auch von vielen anderen Dingen. Wir haben ja viel vor, ich habe es euch schon mal gesagt im Video in nächster Zeit. Seht ihr natürlich auch auf Instagram, wegen dem
Vergesst nicht, dort zu folgen. Ich blende euch meinen Account ein. Und natürlich auch hier das Abo dalassen, das Obligatorische. Bitte nicht vergessen. Ansonsten, bei Fragen nutzt die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi. All those things we did back then.